Hallöchen. Hobgoblins und Wächter und noch mehr Wächter und Hobgoblins. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Jo. Au. Mich kümmert's nicht. Ihr beide könnt ruhig auf Hobgoblins schießen. Fernkämpfer sind nämlich immer etwas garstig. So. Hier flog der eine Hobgoblin weg. Das ist sogar der Elite. So. Das war die Elite. Nein, noch 5000. Was wollt ihr? Das wird ja wirklich langsam. Ich glaube, wir schaffen es wirklich bis Baldurs Tor, bevor. Vorwärts, Mann. Hallo Hobgoblins in der Schmiede. Beziehungsweise Schmelze. Euer Leben liegt in meiner Hand. Ich hab mich schon keinen. Ich tu mein Bestes. So, haben die was dabei? Versteinerungsschutz und Pfeile. Pfeile für immerhin. Die könnte wirklich gerade wieder nachgefüllt gebrauchen. Oh, und Tyna hier auch. Ah, die Kugeln von Yahira haben wir ja schon gegeben. So, identifizieren wir wenigstens eine von den Roben. Robe des Abenteurers. Trage ich nicht gerade so eine? Genau, so eine trägt. Also, Tyna hier trägt gerade so eine. Also kann die andere weg. So, Schleuderkugeln. Gut. Was wollt denn? Ich verschwinde jetzt. Dann guckt sich immerhin noch mal die andere Leiche an. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Sagt die Pfeile von dem noch ein. So, jetzt hat sie wieder genug Pfeile fürs Erste. Und den Versteinerungsschutz, den geben wir Dyna hier. Ja. Beinahe gut. Unter meiner Würde. Folgen wir mal dem Weg. Vorsichtig. Was haben wir hier? Ein großes Loch? Ja. Da ist ein großes, klaffendes Loch. Aus dem der Wind ganz schön rauszieht. Ansonsten ist hier nichts. Also neben der Schmiede ist ein großes klaffendes Loch. Und man sieht, diese Ebene ist schon etwas größer als die oberen beiden. Und kann, glaube ich, auch sehr, sehr viel garstiger sein. Hallo, neue Hobgoblins. Hier sind wir jetzt in der Schmiede. So, auf die Fernkämpfer losgehen. Ach, da hat sie noch einer versteckt. Und mich kümmert's nicht. Bleibst du da? Was wollt ihr? Nichts leichter. So, sehr gut. Und wir sind immer noch nicht ganz unten angekommen. Also hier ist eine Schmiede mit Rüstungsstätte und allem, aber hier ist nichts Plünderbares. Gut. Außer vielleicht die Hobgoblin-Leichen nach was Wertvollem durchsuchen. Die Identifizieren-Rolle zum Beispiel, da kann Dyna hier die Robe noch identifizieren. Probe des Reisenden, Geschosswaffen und Odem. Schmetterwaffen und Verwandlung, Versteinerung ist besser als Odem. Ja, beinahe unter Odem Gegner mit Odem gibt es, glaube ich, in dem Spiel kaum welche, außer vielleicht den Winterwolf.
Weil ich mal die Wyverns haben den Odem. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Oh, hi. Was ist das? Ein Trainingsraum? So. Oh, das sind sogar Eliten wieder mal. So. Kalib braucht mal wieder Heilung. Ja. Und du könntest auch lieber über dich selber heilen. So. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ach nee, das war ein Wachraum. Hier ist nämlich der Weg nach unten. Gut zu wissen. Das ist wahrlich gut zu wissen. Da hätten wir schon mal die letzte Ebene der Minen gefunden, aber wenn da unten wirklich Davyron lauert, möchte ich nicht sein halbes Gefolge im Rücken haben, wenn wir gegen ihn kämpfen. Nicht, dass die durch den Kampflärm da unten aufgeschreckt werden. Ich hasse die Mimme der flammende Faust. Ah, wieder mal so einer. Gibt es einen Grund für eure Anwesenheit hier? Ich hoffe, ihr habt eine gute Erklärung dafür, warum ihr mich stört. Wir sind Geschäftliche, wir wollen euch Eisen einkaufen. Wir brauchen eigentlich keinen Grund, wir sind hier, um euch zu töten. Wir wollen uns hier als Söldner verdrängen. Wir sind in einem Auftrag von Baldur's Tor hier. Eigentlich, abgesehen von dem, von der harschen Aussage, dass wir ihn töten wollen, ist nichts davon wahr. Sagen wir einfach mal, wir sind im Sonderauftrag von Baldur's Tor hier. Nun, dann könnt ihr weitergehen. Ich hasse die Mimme der flammende Faust. Okay. Der greift uns vielleicht an, wenn wir hier oben kämpfen. Was? Gut. Ein Raum. Ein Tempel. Okay. Ja, nichts leichter als das. Mit Drizzt nehme ich sogar auf, wenn ihr mir beide Arme auf den Rücken bindet. Seid ihr hier, um unseren Schreckensherr zu huldigen? Nein, sterbt, Abschaum. Das machen wir nämlich sicher nicht. Talisa ist eine Klerikerin, eine Priesterin von Helm geworden, nach ihrer kleinen Konvertierung. Und deswegen werden wir garantiert nicht lügen und sagen, dass wir hier Dings Zirik huldigen oder wem auch immer dieser Tempel geweiht ist. Ist schlecht zu erkennen, aber könnte Zirik sein. So, ein paar Tränke. Jetzt hat Minsk definitiv solche Unverwundbarkeitstränke. Steinriesenstärke. Ein Heilelixier und ein Heiltrank. Und leider kann ich nicht mit dem Fragezeichen irgendwo hinklicken und gucken, was das für ein Tempel ist. Nee. Dafür ist auch dieser Gang schon fertig. Ja, da bleibt nur noch der obere Gang wahrscheinlich. Ah ne, gehen wir den von oben nach unten durch. Ist besser. Und kommen dann hier so lang und hier runter. Genau. Sehr gute Idee. Ja. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Okay, wieder irgendeiner, der was ich hätte will. Zur Armee gehen was sucht sollen. Ihr beim Zimmer? Ihr dürft hier nicht herein. Wir waren gar nicht in deinem Zimmer, wir sind dran vorbeigegangen. Ja? Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Immer wieder solche Halbstarken. Aber hey, in seinem Zimmer können wir uns verstecken, wenn wir rasten wollen. Ihr habt ein für die Gruppe. Ja? Hier lang! Erstmal gucken wir nach Fallen und nehmen ihn aus.
Und ja, Talisa hat definitiv keine Skrupel, dabei Diebe auszunehmen. Beziehungsweise Räuber und Verbrecher. Oh, Pfeile und ein bisschen Gold. Da ist nichts drin. Da sind noch Edelsteine drin. Dumm, dumm, dumm. Edelstein, Edelstein. Und nicht identifizierte Pfeile. Säurepfeile, sehr gut. Beißende Pfeile hat Khalid mit sich rumgeschleppt. So. Schleppt Khalid mit sich rum. So, die Pfeile können weg. Die nehmen Platz weg. Und die Schriftrolle. Gut, wir haben mal schöne viel Beute gemacht. Was? Bis jetzt schon mal. Und wir sind noch nicht mal fertig. Ich glaube, darin wurden es Privatgemächer, dürften uns da doch viel, viel schönere Sachen bringen. Oh, hier ist nochmal ein Weg. Hä? Ja. Verschont keinen. Nochmal ein Hop. Nochmal ein Raum voller Hopgoblins. Das sieht aus wie eine Baracke. Okay, da gibt es doch noch mehrere Gänge nach unten. Oh, die haben jetzt alle Panik. Also für Hopgoblins sind sie nicht gerade die mutigsten hier. Ne? Okay. Auch wenn das nur Hopfgoblin-Baracken sind, Immun geht trotzdem mal auf dieser Tour. Und das Zimmer da oben müssen wir uns auch noch ansehen. Ein Bogen. Waffen. Abgeschlossen. Also hier könnte was Wertvolleres drin sein. Naja, ein bisschen Gold. Und ein Hopgoblin, der uns von hinten angreift. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. So, verschlossen. Ah, Geld und Edel, ein Edelstein. Schutzformeln. Ah, das ist immer gut. Magiewiderstandstrank ist sogar noch besser. So, die Schutzformeln. Können wir nicht identifizieren? Ah, eine Schutzformel gegen Säure. Die konnten wir schon bei identifizieren. Das andere sieht aus wie eine Schutzformel gegen Untote. So, gegen Daveron benutzen wir dann die besseren Steinchen. Okay, Immun, du gehst mal nach da oben. Gucken wir uns hier noch die Schränke und so an. Geld und ein Edelstein. Ein Blutring, oder? Blutsteinring, genau so heißen die. Was? Beinahe unter meiner Würde. Euer Leben. Okay, hier unten will einer Prügel. Dann dürfen wir uns gleich schon mal hier unten mit den Jungs prügeln. Ich hab genug davon. Während die sich da unten prügeln, guckt sich immerhin noch hier oben fertig um. Okay, hier ist nichts mehr. Okay, dann. Ich bin ganz ohr. Wie befallen. Immerhin nach da unten. Ja, gut. Das ist die nächste Hopgoblin-Baracke, hä? Was wollt ihr? Gut. Ist zwar nicht gerade nett, dass wir so viele tote Hopgoblins hier hinterlassen. Oh, der hat mal was Schönes dabei. Der auch. Und der auch. Okay. So, immerhin. Das ist wohl die Gemeinschaftstruhe, also die Ausrüstungstruhe. Ein Speer. Okay, den möchte ich auf jeden Fall identifizieren.
Habe ich ihr eigentlich Speere oder was habe ich ihr gegeben? Großes Schwert, aber keine Speere, schade. Okay. Was? Du, denn ich verschwinde jetzt. Oh, sehr viele Edelsteine. Das kommt da erstmal zu Khalid. Bis sein Inventar voll ist. Dann wird bei Minsk weiter aufgefüllt. Ah, aber das können wir zu Khalid. Okay, noch eine verschlossene Truhe. Mit etwas Gold drin. Eine Helebarde. Noch eine verschlossene Truhe. Mit etwas Gold. Und hier ist nichts. Ja, nichts leichter als das.